Ja, und es sind immer wieder die gleichen Bilder, wo Menschen gegen gewaltige Wassermassen ankämpfen. So extrem nass das Frühlingswetter in vielen Teilen Deutschlands auch sein mag, so extrem trocken ist es an anderen Stellen. Man mag es kaum glauben, vor allem im Osten Brandenburgs. Dort sind die Gewitter nämlich ausgeblieben. Dafür herrscht jetzt in einigen Landkreisen sogar hohe Waldbrandgefahr. Es ist wieder Waldbrandsaison in Brandenburg. Jahr um Jahr wird es trockener und heißer. Jahr um Jahr müssen die Feuerwehren öfter ausrücken. Erst kürzlich, so erzählt mir Raimund Engel, Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter, hat es in diesem Waldstück bei Wünsdorf gebrannt. Die Ursache? Hier hat man Reste gefunden, alte Munition. Und das dürfte hier sicherlich für diesen Waldbrand auch die Ursache sein. Die harzigen Kiefern brennen in trockenen Sommern wie Zunder, erzählt Raimund Engel, und trockene Sommer werden häufiger. 2015 war wieder ein Rekordjahr, über 300 Waldbrände, und in diesem Jahr sind es auch schon weit über 80. Der Klimawandel ist nicht die Ursache für den Waldbrand, sondern es ist die Folge, die wir haben, dass Waldbrände größer werden. Ursache ist der Mensch. Das Feuer ist bis auf den Blitzeinschlag und die Munition eigentlich immer mit dem Menschen verbunden oder mit der Technik verbunden, und die hat der Mensch geschaffen. Und der Mensch setzt dem Klimawandel etwas entgegen. Er pflanzt Weinberge wie in Zesch, um ihm was Positives abzugewinnen, oder er entwickelt Techniken, um Waldbrände vorzubeugen. Der Waldbrandüberwachungsturm wurde schon zu DDR-Zeiten gebaut. Er ist über 30 Meter hoch bei 3 Metern Durchmesser. Ein Arbeitsplatz mit schönem Blick, aber trotzdem ohne Vergnügungsfaktor. Dann hat hier einer im Sessel gesessen und hat sich den ganzen Tag letztendlich immer gedreht und gedreht und hat geguckt, ob er irgendwo am Horizont eine Rauchentwicklung sieht. Und das kann man sagen, also das war schon Schwerstarbeit. Im Sommer, wie sagte der eine Forstkollege immer, hat man sich wie ein Grillhähnchen gefühlt. Heute steht auf dem Turm eine Kamera und sie sucht den Horizont ab. Und wenn dann Rauch zu sehen ist, wie auf diesem Archivbild, ist es in der Waldbrandzentrale kaum zu übersehen. Und wo sind überall Kameras? Südlich von Berlin sind also flächendeckend Kameras. Und wir sehen hier in der Waldbrandzentrale Wünsdorf laufen insgesamt 32 Sensoren auf. Angelika Piesker gehört zu denen, die ständig 6 Kameras checken. Jede Minute ein neues Panoramabild. Haben Sie denn heute schon was entdeckt? Heute leider haben wir noch nichts, oder leider? Haben wir noch nichts entdeckt, ja. Aber dadurch, dass auch viel Blütenstaub unterwegs ist, macht es die Arbeit jetzt im Moment besonders schwer, da auch einen Brand zu erkennen. Kann man das verwechseln, den Blütenstaub mit dem Rauch? Nee, wenn man lange genug da vorgesessen hat, sag mal, dann sieht man das schon. Technik allein reicht also nicht. Die Erfahrung des Menschen identifiziert die Gefahr. Heute sind wir doch bedeutend schneller geworden, weil das System kann binnen Sekunden die Rauchwolke erkennen. Und binnen Sekunden geht dann die Feuermeldung an die Brandwache. Und so ist der Mensch zwar fast immer die Ursache für Waldbrände, aber dank der neuen Technik sorgt er eben auch dafür, dass sie meist schon als kleine Brände gelöscht werden.